Hey, ich hab Finns Versteck. Das Oscorp Science Center. Es wird gerade renoviert. Der Energiekonverter, für den wir damals den Preis gekriegt haben. Damit will sie das Lufrom instabil genug machen, um die Rockstone Plaza hochzujagen. Oh, als ob sie dir eins auswischen wollte. Vielleicht will sie das. Danke, Genki. Das ist mein Job. Apropos, wird Zeit, deiner Mom bei der Evakuierung zu helfen. Bis später. Okay. Oscorp Science Center. Finn muss wissen, was passiert, wenn sie ihren Plan durchzieht. Und wenn sie nicht hört, nehme ich das Nuform mit. Oder ich vernichte es. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man mit Miles Morales in der Hauptrolle. Und natürlich unseren Co-Moderator. Mich. So, schön für jeden oder danke an jeden, der wieder eingeschaltet hat. Das erste Mal vielleicht dabei ist. Wir müssen Finn, unsere Freundin, aufhalten. Ich weiß nicht, wollen wir die App vielleicht noch ein bisschen machen? Wir brauchen ja nochmal einen weiteren Anzug. Also ich würde schon gern nochmal einen Anzug machen. Freischalten, meine ich natürlich. So, wir haben ja Räuber in lokalen Geschäften. Guck mal, das gibt uns 10 Aktivierungsmarken. Ist gar nicht so weit weg. Kommen wir gerade her? Voll dumm. Ich würde sagen, wir schwingen nochmal zurück. Vielleicht dieselben wie bei Theo. Da gehen wir nochmal hin. Wir sorgen für Recht und Ordnung in dieser Stadt. Und später werden wir unsere Freundin aufhalten. Ah, ich meine, so eilig hat es auch nicht, hier die halbe Stadt in die Luft zu jagen und gefährlichen Scheiß anzustellen, ne? Boah, das muss so geil sein. Ich frage mich, wenn man Spider-Man wäre, wie lange hätte man wohl dieses Kribbeln noch im Bauch, was die Höhe angeht? Also wir müssen ja gleich hier vorne schon hin, ne? Okay, einmal einen kurzen Blick rüberschweifen. Oh, das war zu weit. Okay, wollen wir ihn mal fragen, was hier passiert ist, wa? Scherben haben wir auf jeden Fall auf dem Boden. Unser Anzug wird das erstmal analysieren. Ich darf ihn nicht mehr fragen. Spider-Man, hey. Hey. Ich bin Caleb, freut mich. Ja, hab freut mich auch. Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helfe trotzdem gern. Allen Geschäften in der Gegend sind in letzter Zeit Waren gestohlen worden. Papierprodukte, Kits, Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so wegzustecken. Hast du es gemeldet? Klar, aber uns nimmt niemand ernst. Camilla, ihr gehört das Restaurant nebenan. Wollte es selbst in die Hand nehmen. Sie wollte zum Versandzentrum, das uns alle beliefert. Ich gehe hin. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Spider-Man. Gut, dass du auf uns aufpasst. Ja, wenn die Polizei das nicht machen will, ne? Aber für die ist das wahrscheinlich, ah, so eine kleine Gegend. Hier ist sowieso alles kriminell. Kleine Gegend. Großstadt. Hey, Genki. Ja, hier auf dem Dorf, ne? Mit den Hochhausstellen. Ich liebe Panafuerte. Hast du die Arepas probiert? Vor dem Essen erst ein paar Superheldentaten. Oh. So sind die Regeln nun mal. Ja, na klar. Hauswand! Hier ist der Plan. Die gestohlenen Waren und die Täter finden und eventuelle Verbindungen zum Überfall auf Theos Bodega feststellen. Klingt gut. Ich stehe bereit für Technik, Karten und Nachdenkunterstützung. Weiß gar nicht, was wir ohne unseren Freund Genki machen würden. Weil Miles selber ist ja nicht so das Technik-Genie, würde ich jetzt behaupten, ne? Also irgendwie, wenn man das immer so mitkriegt, hat Genki das schon ein bisschen mehr drauf. Boah, das sah aus wie so ein Breakdance-Move. Ein richtiges Rumgetänze hier an der Fassade. Boah, da können wir richtig Punkte machen, ne? Gucken, dass wir ein bisschen leveln. Oh, 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 das tat bestimmt weh. Bin davon ausgegangen, hier ist noch Straße unter uns. Damit hat man jetzt nicht gerechnet. Von da aus wird Calebs Block beliefert. Von da unten? Polizei?
Was ist hier los? Zeugen zufolge wurde eine Frau von zwielichtigen Gestalten in einen Kofferraum gesperrt. Wissen wir wer? Oh, eine Entführung. Ja, danke Auskorbkamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Ja. Also wir haben die Reifenspur als Hinweis. Da vorne ein... einen gelben Fleck. Okay, wir tarnen uns. Hast du das mit der U-Bahn gehört? Camila hat sich gewehrt. Muss herausfinden, wo sie jetzt ist. Ja, ein Block weiter. Ja, wir haben nicht mehr viel Tarnung. Um die Feiertage sind wir immer zu wenig Leute. Wer muss es ja tun? Du bist der Einzige. Sag's ruhig. Ohne Familie. Space 247, 6 Uhr. Ist das ein Busticket, ne? Oder Tram? Oh, wahrscheinlich eher ein Busticket. Okay. Eine Parkhausquittung. Chinatown. Okay, ich war dicht dran. Parkhausquittung, also in Chinatown. Aber wo in Chinatown? Okay, wir müssen noch einmal unsere Tarnung wieder aufladen. Eine Parkquittung von Chinatown. So, jetzt haben wir nur noch da vorne, wo der Officer gerade dran hockt. Zu untersuchen. Ich hab den anderen Spider-Man weg. Er ist im Weg. Er ist vielleicht in Rente. Und überlässt New York einen Jungspund? So definiert man in Rente gehen doch. Was haben die alle gegen mich? Die halten echt gar nichts von mir. Kann das sein? Können wir den dann weglocken da? Neues? Ja. Okay. Jetzt kann ich mir den Hinweis ansehen. Eine Jacke. Na, komm schon. Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es 12-mal in Manhattan. Wie lange will er sich die Palette jetzt angucken? Ja, ich schick dir die Adresse. Ich hab da was gehört. Ich bin Polizist und ich werde den Tatort jetzt eine Stunde untersuchen. So, dann wollen wir uns erstmal die Autowerkstatt da hinten angucken. Da wird ja Camilla hier irgendwo in der Nähe sein. Meldung aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los. Aber dann sind wir doch überflüssig, wenn die Polizei schon hinterher ist. Gibt's was Neues zu den Waren? Ja. Ich glaube, dass Camila die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Was? Sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh. Gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Danke. Aber die Polizei weiß doch jetzt, wo sie ist, oder nicht? Wow, Alter, war das knapp. Whee. Das ist so cool. Oh, ich liebe es. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Knapp. Oh, knapp. Hier ist auch überall Polizei, ne? Also man hört die. Aber ich sehe die halt nicht. Hier um die Ecke irgendwo, ne? Ah, da vorne. Ob die zur gleichen Adresse wollen? Bleibt mir gefälligst vom Leib. Kurz, weg hier, los! Nein, nein. Toll. Während ich hier lautlos agiere wie ein Ninja, lass Camila gehen. Müssen die Cops natürlich mit Blaulicht und Sirene richtig Stress machen, ne? Ja. Unfälle verursacht? Ja! Oh mein Gott! Sie entkommen mir! Ja, wir arbeiten dran, Miles! Nehmen eine Abkürzung. Halt bitte durch, Camila! Hier wird geschossen! Komm schon! Komm schon! So. Fest dranbleiben! Wir müssen auch hier um die Ecke.
Boah, ich komme doch gar nicht hinterher. Komm schon, Spider-Man, schneller! Was heißt denn schneller? Die geben richtig Gas, die Freunde. Aber wenn die Polizei die nicht verfolgen würde. Die hätten das auch ein bisschen unauffälliger machen können. Camila, alles klar da drin? Hilfe! Bitte! Wow, 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 wow. Oh, nice. Oh, geil. Ey, hier sind manche Animationen mit bei. Die sind... ich muss arbeiten. Und wieder einmal hat Miles Morales eine Karre geschrottet. Der Kofferraum muss auf. Ja. Alles in Ordnung? Spider-Man, mit dir habe ich nicht... Aber diese Männer... Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Diese Männer wurden dafür bezahlt, die Waren zu stehlen, um uns in den Bankrott zu treiben. Sie lagern alles bei den Docks am FDR, bei der Brücke. Ich hol die Waren zurück. Kommen Sie alleine nach Haus? Ja, klar. Ich rufe ein Taxi. Wieso? Da steht doch ein Auto. Du hast mir das Leben gerettet. Nimm doch das Auto. Da sind ein paar Animationen bei gewesen, die kannte ich noch gar nicht. Die sahen mega geil aus. Ich liebe diese Animationen in dem Spiel. So, können wir uns auch ein Taxi nehmen? Na, brauchen wir natürlich nicht, ne? So. Ja, wieder mal haben wir das Auto geschrottet. Ich bin irgendwie von diesen Animationen immer so geflasht, dass ich das voll verrappe, dass ich ja noch am Arbeiten bin. Also, ich muss ja noch agieren. Die Stadt hat eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camillas und Calebs Block zu räumen. Sicher derselbe, der auch unsere Gangster bezahlt. Will er da einziehen? Sieht so aus. Ich habe eine Gegenanfrage eingereicht, um feststellen zu lassen, wer das Land kaufen will. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ey, so sind wir viel schneller über die Dächer, ne? Kann das sein? Oh, Hauswand. Da hätten wir fast ausgesehen wie Tobey Maguire, als er festgestellt hat, dass er schwingen kann. Kisten. Kisten. Noch mehr Kisten. Wo verstecken Sie nur die Vorräte? Ich glaube, in einer der Kisten. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Keiner darf mich sehen. Können die mich hier sehen? Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen gut. Betrug klar. Aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so zimperlich? Jeder hat seine Grenzen. Nicht hilfreich. Okay, das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Ich muss immer aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie sichtbar werde. Gefahr. Wollen wir den mit einem Netzschlag Takedown setzen? Den dürfte ja eigentlich keiner sehen, ne? Okay. Ich glaube, das war sicher. Wer hat mich gesehen? Oh. Hat er was gerafft? Der kommt gucken, ne? Die beiden sind... bisschen alarmiert, glaube ich. Okay. Du darfst nichts verraten. Du hast nichts gesehen. Es wäre jetzt schön, wenn ich hier die Körper aufheben könnte und ein bisschen wegräumen. Wenn wir da rüber gehen zum Kran. Okay, jetzt nochmal aufladen und dann können wir uns die da drinnen... Dann können wir die da drin belauschen, die drei. Durch den Container hört man nichts. Was glaubst du, was er da bauen will? Wohnung vielleicht. Büroflächen. Für Drogengeschäfte? Vermutlich. Parkplätze. Vielleicht verdientes Geld. Aber nicht in meiner Nachbarschaft. Ey, was die alles hier für Waffen haben, ne? Hat mal zu laut geredet. Ja.
Ich höre was. Hier hinter. Okay, als nächstes wieder auf der anderen Seite lauschen. Okay, wir holen uns den einmal weg. Ah, das wurde gesehen. Never ever. Ich war unsichtbar. Mich konnte auch niemand sehen. Es hätten auch Dämonen sein können, warum der auf einmal das Schweben anfängt da. Keiner, ne? Darf mich sehen. Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen gut, Betrug klar, aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so zimperlich? Jeder hat seine Grenzen. Ich sag mal, wir wissen zwar, dass die zwei hier useless sind zum Belauschen. Oh, das war ein bisschen weit. Aber ich will sie mir trotzdem anhören, einfach damit sie runter sind von der Liste. Durch den Container hört man nichts. Was glaubst du, was er da bauen will? Wohnung vielleicht. Büroflächen. Für Drogengeschäfte? Vermutlich. Was sind das denn? Blendgranaten oder was? Aber nicht in meiner Nachbarschaft. Habe ich nicht gesagt. Kann ich nicht da hoch? Das ist jetzt, dezent unpraktisch. Okay, der nächste war auf der anderen Seite wieder. Den hatten wir eben. Ich würde sagen, wir hören erstmal die da hinten. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Friseurscheren, Serviettenhalter. Vermutlich wegschmeißen. Fangen ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Also ein grüner Container mit weißen Sternen. Würde ich ja, aber du läufst ja weg. Boah, gleich hinterher. Was wollt ihr hier? Und ein Dicker. Ich hasse die Dicken. Spaghetti. Spinnfäden. Fäden. Spaghetti! Spielen wir das Spiel noch? Spielen wir noch Spaghetti? Nein, gehöre ich nicht. Heutzutage besitzt man mich nicht mehr. Oh, das war alles? So, wir brauchen grünen Container, ne? Wir brauchen Stern. Der da ist es. Gib mal her. Das ist eindeutig nichts für dich. Du kannst damit nicht umgehen. Du solltest dich echt... Oh, huh. Das wird schmerzhaft. Ja, das denke ich auch. Ich habe doch gerade gesagt, du sollst die hergeben. Gib mal her. Wie er da gegen den Container geknallt ist. Oh, das war schon. Kerle mit mysteriösem Boss. Null. Gut, wo sind die Waren? Mysteriöser Boss. Ob das von Roxxon? Könnten das Roxxon seine Männer werden? Sein? Also ich könnte es mir schon vorstellen. Wir müssen den Container freikriegen, ne? Da. Die Vorräte müssen da drin sein. Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran? Ja, dasselbe dachte ich mir auch mal jetzt. Geschafft. Gut, dann jetzt zum Inventar im Container. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde noch einmal aufgehalten. Du
Oh nein, ein Dicker. Raketenwerfer? Was? Der meint's ernst. Wer macht denn sowas? Können die sich nicht selber sprengen? Oh, der hat aber... Ja, hat aber ein Rohr, ne? Was heißt hier nicht der echte Spider-Man? Hallo, hast du meine Fähigkeiten gesehen? Meine Reflexe? Und ich hab Spinnenbeben. Also nicht, weil ich alt bin und nicht benutzt werde, sondern... Ich hab Spinnenfäden. Au. Das kann ich auch. Dass sie aus Harlem verschwindet. Gib mal her. So, bitteschön, das kriegt der Dicke. Und du kriegst einen Pass dafür. Oder zwei. Oder drei. Alter, ist der Typ hartnäckig. Guck mal, was ich noch kann. Das ist dezent übertrieben, ne? So ein Lauch hier, weißt du? Hier steht so ein Lulatsch. Wo ist er denn? Bei ihm hier. Da musst du das machen, ne? Da musst du voll Schmackes reinhauen da. Der merkt das sonst nicht. Aber er hier, zerbrechlich wie ein Streichholz. Da musst du aufpassen, dass du nicht zu dolle zuhaust. Und der kriegt so einen Powerschlag ab, ne? Armer Typ. Armer Typ. Na also, das gesamte Diebesgut. Hey Caleb, ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ich helfe dir beim Transport. Okay. Ich bin sogar so ein krasser Spider-Man. Ich kann in die Luft klettern. Und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Danke, danke, tausend Dank. Ja, nicht dafür. Wenn du einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Wie soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres ein, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Vielleicht kann er mir auch einen Haarschnitt einpacken. Wie stellt er sich das vor? Oh ja, du bist mein Friseur. Ich kann dir trauen. Ich nehme meine Maske ab. Hast du was zu dem geheimen Boss? Das mit dem Essen finde ich geil. Was gibt's denn da? Scorpion, Tombstone. Ich glaube nicht, dass Electro sowas planen könnte. Das sind viele große Namen. Aber okay. Wir hätten hier so eine Art Limo? Ah? Oder Energy oder sowas? Zum ersten Mal sagst du unser Viertel. Mach's nicht schreck. Aber ich weiß halt nicht, was gibt's denn da zu essen? Lohnt sich das? Wäre das für mich, käme das für mich in Betracht? So, dann machen wir noch den einen hier vorne. Und dann gehen wir nächste Folge der Story weiter nach. Ja, wir dürfen nicht zu viel Story auf einmal machen. Wir haben ja schon 60% des Spiels durch. Was hat denn er auf dem Schild? Gut gefangen, mein Freund. Now open. Bitte legen Sie auf. Im Ernst? Ja, wir sind schon bei 60%. Dann haben wir das Spiel so schnell durch. Und ich habe nicht alle Anzüge. Oder ich spiele das im Anschluss weiter, wenn ich darf. Ich weiß nicht. Müssen wir schauen. Doch, hier unten? Hi. Na Jungs, alles im Griff? Hey. Johanita. Na? Geht's dir gut? Moin, Leute. Alles fresh? Was war das? Okay, ich muss die Mission wohl erst auswählen, wa? Das Feast Nord wurde geschlossen. Es ist viel zu kalt, um auf der Straße zu sitzen. Oh, ich glaube, wir machen was Illegales. Gehen, rausfinden, was bei Feast los ist. Ah, nee. Ich dachte, wir machen jetzt da auch. Illegalerweise. Hey, Genki.
Ich werde Gloria wegen Feast fragen. Als Miles, nicht als Spider-Man. Undercover. Aber mal andersrum. Wollte ich gerade sagen. Das ist wie so ein spiegelverkehrtes Undercover. Oh, Kaffee. Oh, ich könnte auch auf einen Kaffee. Da in dem Zelt. Hey, Gloria. Was ist hier los? Warum sind alle draußen? Ein Rohrbruch. Wir haben schon geputzt, dürfen aber erst wieder öffnen, wenn die Rohre in Ordnung sind. Ach, das wurde schon mehrfach repariert, aber sie halten einfach nicht. Können die Leute in andere Feast-Asyle? Die sind alle voll. All die Leute hier können sonst nirgendwo hin. Die Leute brauchen Wärme und Essen, aber bei diesem Wetter... Kann ich irgendwie helfen? Ja, tatsächlich. Könntest du nach den Leuten im Park sehen? Unseren Leuten gegenüber sind sie oft verschlossen. Gern doch. Dann mach weiter Urlaub. Du arbeitest zu viel. Ja, ja. Ja, ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht, ne? Durch die Gegend schwingen und Bösewichte verprügeln. Okay, die Leute im Park. Ist. Ja, hier. Ich muss rausfinden, was mit dem Wasser passiert ist. Schauen Vielleicht wir mal. Weiß hier jemand was. Stehen. Wir kriegen das schon hin. Soll ich dir helfen? Ich mach das. Danke. Ich bin Steph, Glorias Lebensgefährtin. Ich helfe bei Feast. Oder was davon übrig ist. Ja. Gloria sagt, die Stadt hält das Asyl geschlossen. Sie waren ungewöhnlich stur und so schnell da, um das Asyl zu schließen. Keine Stunde nach der Überschwemmung. Ach, das klingt, als wäre ich eine Aluhutträgerin. Hm? Nein, ist komisch. Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Okay, verdächtig. Ja. Ich sollte mit mehr Leuten reden. Vielleicht kann ich helfen. Sie arbeitet bei Feast. Okay, eine Stunde. Das weiß ich nicht. Also, wenn es Behörden sind, ne, ist das wirklich ungewöhnlich schnell. Naja, wenn man es im Schnee absetzt, wird es nur noch schwerer. Das saugt Wasser auf wie ein Schwamm. Will nicht wissen, was für ekliges Zeug in dem Schnee ist. Eitrige Maulklauen-Ohrenseuche. Moment, ich helfe. Der Typ ist mir sympathisch. Ich will das Zeug trocken halten. Ich hatte Angst vor einem Überfall und dann kam das Wasser. Hatte sogar ein Messer dabei. Wie kam sie auf sowas? Da waren Leute, die rumgeschnüffelt haben. Hab sie verjagt, aber sie kamen wieder. Und direkt vor dem Rohrbruch verschwanden sie einfach. Gut, sagen Sie Bescheid, wenn noch was ist. Sabotage. Sicher, danke. Okay, also eindeutige Sabotage. Sie kamen, haben das Rohr beschädigt und der Eingreiftrupp, sag ich jetzt mal, der war direkt vor Ort. War natürlich abzusehen, aber wir sind total geflasht von diesen Informationen. Ja. Hallo. Oh. Habt ihr gerade über das städtische Bauamt gesprochen? Ja. Vor etwa einem Monat wurde ein neuer Boiler eingebaut. Und ein Prüfer war da. Er meinte, es sei alles okay. Jetzt haben wir den Salat. Ja. Hätte ihm auffallen müssen. Ich muss dann. Halten Sie sich warm. Gleichfalls. Eigentlich hatten die gerade gar nicht gesprochen. Ich bin da leider reingeplatzt. Hast du Zeit? Ich arbeite an Speed Nonagon. Was gibt's? Direkt vor dem Rohrbruch haben sich komische Typen mal fies rumgetrieben. Die Stadt hat das Gebäude verdächtig schnell geschlossen. Und ein Inspektor sagte vor kurzem noch, die Rohre seien in Ordnung. War das Sabotage? Definitiv. Ich muss meinen Anzug anziehen. Doch auf dem Innenhof? Ach, da ist die Tür. Ich muss mich umziehen. Oh ja, ich habe davon gehört. Sie war ein wahrer Schatz. Traurig, dass sie letztes Jahr gestorben ist. Ja. Die oh. Guten verlassen uns leider immer zu. Das ist mir zu sentimental. Ich gehe weg. Gloria sagte, das Asyl darf öffnen, wenn die Rohre repariert sind. Mal sehen, ob ich das schaffe. So, das heißt, wir müssen aber die Rohre auch verfolgen. Höchstwahrscheinlich bis zum Ende, ne? So.
führt in einen Gully. Verstopft von Müll. Klar, dass da das Rohr platzt. Okay. Also hat das jetzt einen natürlichen Ursprung? Das glaube ich nicht. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Sicher. Ich muss das Pumpwerk finden. Woher weißt du das? Saubere Flüsse-Projekt in der 4. Klasse. Wir sind jetzt also blitzsauber? Naja, sauber, ja. Steig nicht in den Hudson. Inkwasser. Ein bisschen wie der Ganges, wa? Im Ganges hat man ja in Indien, weil so viele Menschen drinne gestorben sind, Schnappschildkröten ausgesetzt, die die Leichen fressen, um das Wasser zu stabilisieren. Der größte Teil der Schnappschildkröten ist gestorben an dem Pekewasser. Und jetzt ist das Baden im Ganges natürlich noch ein bisschen... Vorher hattest du schon eine 50-50 Chance, ob du überlebst. Jetzt ist sie... Ja. Ich meine, wenn die dich beißt und die beißt dir den Fuß ab als Beispiel... Das ist ja direkt Infektion, ne? Okay, und die darf ich jetzt einfach ausschalten. Ich werde erstmal gucken, haben wir hier noch irgendwas, was wir sonst machen können? Nö. Ich wollte die Feiertage nicht damit verbringen, Müll in Gullis zu werfen. Wem sagst du das? Wessen Idee war das überhaupt? Die da oben wollten die Bude lahmlegen. Tommy kam auf das mit den Rohren. War früher bei den Stadtwerken. Rohr-Tommy! Guter neuer Spitzname. Das ist so... Rech, ne? Typisch für diese Bösewichte. Einfach, weil ich die schon lange nicht mehr benutzt habe. Okay, die Bots haben nicht einen ausgeschaltet. Doch, doch. Ui, ui, Mike Tyson. Okay. Ups, Fettfinger. Das war ja auch schon eine Weile her. Ei, ei. Nein, das machst du nicht. Hast du nicht. Ist doch nur eine Kiste. Schneeballschlacht. Ja, nix leichter als das, ne? Hey, du eifriger Flussschützer. Der Pumpendruck ist kritisch. Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst sie einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgeld. Mann, können die sich stattdessen nicht einfach essen und den Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Wow, total fesselnd. Bist du gerade am Lesen? Warte kurz. Hinter... Also ich muss echt sagen, für so einen wichtigen Knotenpunkt, sage ich jetzt mal, was das angeht, in Bezug auf die Frischwasserversorgung und so weiter, ist das ziemlich öffentlich zugänglich. Also ich meine, hier kommt doch jeder hin. Also wenn das wirklich so wichtig ist für so ein Wohnviertel, sage ich jetzt mal, ganz schön zugänglich. Du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Gleich nach diesem Kapitel. 5 Minuten. Alter. Ja, 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 ich habe die Risse gesehen. Ups. Das waren 2. Noch eins, dann kann ich das Wasser anstellen. Ach so, noch ein Ventil, ja klar. Nicht noch ein Netz. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob ich das gut heißen würde, wenn ich jetzt hier wohnen würde und jeder Hans und Franz kann da an meine Wasserversorgung spielen. Aber das ist halt Amerika, ne? Das ist sowieso alles ein bisschen anders. Die sind überall.
Wisst ihr mir, wer euer Boss ist? Nein? Na gut, schade. Gar nichts an Spider-Man. Das hier ist eine Privatangelegenheit. Hau lieber ab. Mit unserem Boss willst du dich nicht anlegen. Oh, ich hätte einen coolen Move machen können. Oh, der war auch cool. Au, au, au. Au. Ist aber frech. Mensch, immer auf dem Hinterkopf. Das tut doch weh, Leute. So, jetzt aber. Komm mal her hier mit deinem blöden Baseballschläger. Nein, bitte nicht. Oh, kritischer Punkt. Warte mal, weißt du was? Gib doch einfach mal her. Na, tat das weh? Ist das schön? Die haben einfach zu viel Personal. Okay, wenn du das sagst, Chef. Voll über die Mauer gefallen. Bam. Oh, ui, ui. Schöner Kinnhaken. Tyson wäre stolz auf uns. Ja, so. Kennt ihr den hier? Oh. Ich dachte, dich gibt's gar nicht mehr. Scheiß Karre hier, alles im Weg. So, dann machen wir hier noch zu. Und dann können wir das Wasser wieder voll laufen lassen. Das sollte passen. Jetzt muss ich das Wasser am Pumpwerk anstellen. Genki, kannst du die Stadt anrufen? Sie sollen jemanden zum Peace Nord schicken und die Schließung aufheben. Ein offiziell klingender Anruf eines Highschool-Schülers, der auf Erwachsen macht. Kommt sofort. Ja, auf Genki ist verlassen, ne? Aber der hat echt kein Leben, der Typ. Ich meine, wir machen ja coolen Scheiß, ne? Aber der hockt den ganzen Tag zu Hause und wartet darauf, dass wir anrufen. Ich muss sie unbedingt loswerden. Und ausgenockt. Hast du den Boss eigentlich schon mal besucht? Dann erzähle. Besuch ist nicht erlaubt. Man kann ihn nur über die Videoschalte im Keller kontaktieren. Dass die Wachen ihm eine Webcam erlauben. Machst du Witze? Sag mir, für wen ihr arbeitet! Tschüssi. Okay, du hast Glück gehabt. Ich musste ausweichen. Warte, und... So. Hier steht er. Invisible. Okay. Ich kann das nicht nehmen. Halt das mal bitte! Sag mir wenigstens, wo er ist, dann hole ich ihn mir selbst. Kleiner, wenn du uns... Was hast du gesagt? So, den haben wir. Oh, cool, das kann ich auch schmeißen. Da ist ein bisschen Strom drauf, ne? Es muss so deprimierend sein, wenn du so eine Waffe hast und dann kommt da so ein Typ im Kostüm und schubst dich vom Gerüst. Oh, er ist wieder hochgekommen. Oh, ich habe gar nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr schmeißen. Kleiner Moment, Jungs. Doch, hier, noch so ein Eisprügel. Okay, warte. Ich hab's nicht gesehen. Schneeballschlacht. Bist du der Letzte?
Nee. Kämpfe gegen Geister sind unfair. Naja, ich meine, ihr habt beide ein Sturmgewehr, ne? So unfair ist das gar nicht. So, wunderbar. Hey, ich hab Neuigkeiten. Aber wie schnell die auch wieder hier waren. Oh, wow. Aber vielleicht können wir ja irgendwie die Kommunikation mit seinen Leuten draußen kappen. Sehe ich mir an. Jetzt das Wasser anstellen. Wie schnell die wieder hier waren. Wir haben ja gerade erst den Platz gesäubert. Dann mal Wasser. Marsch. Okay, der Boss ist im Raft. Ist gerade angekommen. Sie sollten bald Rhino? Cool. Ich werde mal nachsehen, ob Gloria alles hat, was sie braucht. Na gut, also, so oder so wäre es denn Roxxon oder Roxxon, weil, den gehört ja sowieso alles, ne? Zweitens, ein Asyl in Harlem senkt die Zahl der Verbrechen enorm. Und wer Gangsterboss sein will, braucht dafür Gangster und Verbrechen. Genau. Kingpin? Wen gibt's noch? Hey, also Rhino glaube ich nicht. Vor allem, dem wäre es ja sowieso Roxxon. Aber, nee, unsere Freundin auch nicht, ne? Nee, zu der passt das nicht. Oh, Spider-Man. Hi. Das ist ja gar nicht ihre Welt. Immer schön, einen von euch zu treffen. Oh, also, ja, ich habe da das Wassersystem repariert und offenbar war auch ihr Asyl davon betroffen. Sollte jetzt wieder laufen. Du warst das? Wir haben eben gerade das Okay für die Öffnung bekommen. Alle können wieder rein. Oh, Spider-Man, dein Timing ist perfekt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten. Nicht lange. Danke. Gib mir einfach $100 und wir sind quitt. Hey Gloria. Ja klar, ich gehe wieder leer aus. Das hieß Nord ist war ja klar. Offen? Spider-Man hat uns geholfen. Ist das denn zu glauben? Danke fürs Vorbeikommen. Die Leute im Park haben sich über deine Hilfe gefreut. Gern doch. Und jetzt mach weiter Ferien. Wir sehen uns, wenn die Schule wieder anfängt. Okay. Tschüss. Ja. Hey, ich habe mit Haley, einer Straßenkünstlerin, gesprochen. Sie hat einen Hinweis, von wo aus diese bösen Jungs in Harlem operieren. Das ist super. Wo finde ich sie? Sie hat super viel zu tun wegen der Kingsday-Parade, aber ich poste es in der App, wenn sie Zeit hat. Oh, du kennst sie. Von der Kundgebung, weißt du noch? Straßenkünstlerin, spricht Gebärdensprache. Oh ja, sie ist cool. Ich warte auf deinen Post. Cool, bis später. Manchmal ruft Genki mich einfach zu oft an. So, das war's auf jeden Fall heute mit Spider-Man. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und werden denn... Was machen wir denn? Gehen wir denn der Mission nach? Wir können denn auch... pass auf, wir gucken beim nächsten Mal erstmal, ob wir schon und wenn ja, welchen Anzug wir freischalten können. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid wieder mit dabei. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.